glaube, den Ausdruck emotionalen Lieder kommt daher, weil ich vielleicht nicht einer bin, der groß spricht, sondern eher Taten folgen lässt und das auf dem Platz. He always motivates us, he's a captain. And I think for young people, he's very important. Gott sei Dank ist es ja ein Mannschaftssport und du hast Teamkollegen, die dich mal mitreißen können in einer schwierigen Situation. Und das versuche ich auch weiterzugeben. Gerade sowas hat mich immer inspiriert, wenn andere einen mitreißen konnten auf dem Platz. I just eat pasta before the game and 5 minutes before I always pray something. Trink ganz gern Kaffee vorm Spiel. Das könnte man vielleicht so als Ritual hernehmen. Ansonsten versuche ich auch schon, die Spiele vorherzudenken. Oft frage ich einen Tag vorm Spiel oder am Spieltag unseren Zeugwart, in welchen Trikots spielen wir heute, in welchen Trikots spielt der Gegner, welche Schiedsrichter pfeift, um sich so Dinge schon ein bisschen vorzustellen. Die Misserfolge, die dann passiert sind, bleiben einem hängen natürlich. Man lernt damit auch ein bisschen besser umzugehen, man analysiert noch genauer. Und das Allerwichtigste ist, man holt sich aber von solchen Niederlagen die größte Motivation. I think when you have a long injury like I have, I think the family and your friends are very important, because you spend a lot of time with them and they have to motivate you. Sometimes you don't have strength and you listen to the people screaming like crazy. You get the strength to keep working hard. Die Spieler hören das ganz genau. Sie wissen, wie die Stimmung. Sie haben ein sehr gutes Gefühl für die Situation, was auf dem Platz ist, und hören die Leute in den Rängen. Und gerade wenn die uns dann noch ein bisschen anfeuern, dann gibt es einen Schub und du kannst noch mehr leisten.